Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft mit meiner Wenigkeit in dem Robot. Hallo. So, immer noch in der Höhle gefangen. Immer noch suchen wir den goldenen Pfad. Ausgang. Mit dem grünen Zeichen oben drauf. Exit. Was in jedem eigentlich jedem Bürogebäude findest, ist schön. Nur mit hier in Minecraft. Müsst ihr eigentlich auch noch craften können hier. Ja, ne? Vielleicht in so einem Texture-Paket, das ist hier in so einem Bild. Das bist du. Wenn ihr so einen Texture-Pack kennt, also ab in die Kommentare. Mindestens. Ey, hier unten. Mit diesem Bild, ey. Hier bin ich falsch. Buddel dich hoch. Ich brauch was zu fressen, hab ich noch was zu fressen? Ja. Ans Buddel packen und hochgraben. Genau hier bin ich richtig. Genau. Ich würde auch mal eine Eisenachse, vielleicht kriegt man zufällig eine mit hier Effizienz, wo man wahrscheinlich auch Bäume abpflanzen kann, das ist vielleicht auch besser für Sinn. Nee, hier nie. Mit meinen 19 Leveln. Okay. Wo ist unser Lappis? Wahrscheinlich hier lang. Das und das, haben wir noch eine leere Kiste. Eine leere Kiste. Läppisches Lazuli hab ich einstecken. Ah, ich auch. Was gefunden. Das packen wir gleich alles runter zum Zauber durch. Das sind wir schon wieder hier. Das läppische Lazuli, die packen wir gleich zum Zauber durch. Was hier lang? Nee, hier war die Sackgasse. Gut. Ich weiß schon mal ungefähr, wo ich bin. Nein. Die Frage ist jetzt nur, da oben waren wir. Hier ist auch wieder nur Sackgasse, also müssten wir hier runter eventuell. Oh, hier ist Eisen. Ich habe Eisen übersehen. Du Schwein. Vielleicht habe ich es auch mit Absicht da gelassen, um zu sagen, oh, ich habe was übersehen. Wenn, dann kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Jetzt könntest du dich hier an irgendwas erinnern. Wer bist du? Hä? War der Witz wieder hoch. Hey, ich bin richtig. Juhu. Der war schon immer alt, der Witz. Wer? Naja, wer bist du? So, verzauber ich mal diese Eisenaxt. Der hat sich schon auf Level 10 gelockt. Was gibt es auf Level 10? Glück 1. Aber auf Level 8 gibt es eine Haltbarkeit 2 drauf. Super. Obwohl, wir brauchen keine Eisenachs verzaubern. Davon haben wir genug. Wir haben genug Eisen, brauchen wir keine Eisenachs verzaubern. Ich könnte noch. Nee. Dann warte ich jetzt auf den Smoker, damit ihr euch. Wo ihr seid. Er ist wahrscheinlich schon letzte, der das Zauber noch nicht kapiert hat. Was? Und ich spiele auf der Xbox. Oh yeah. Läuft bei uns. Trotz noch Eisen. Komm mal hoch, du Vollidiot! Ach, das geht schon hier. Ich falle hier definitiv nicht in die Lava, die hier links neben mir ist. Ups! Kolben! Das wäre übel. Von dem missglückten Dschungeltempel, den es dort spawnen wollte. So richtig hier cartoon-mäßig wirst du in die Lava gekickt. So schwebst noch so 5 Sekunden aber drüber, hältst einen Schuld drauf mit. Ja, und fällst. So richtig schön Looney Tunes mäßig. Kommen die überhaupt noch? Ich glaube selten. Ich muss sagen, das war noch Trickfilme. Bugs Bunny damals. Oh ja. Das war echt noch geile Trickfilme mit dem Roadrunner und so. Ne? Psst, ich bin auf Hasenjagd. Elmar Fatt. Oder war das der Elmar? Ich glaube Elmar, aber ich wusste nie, dass er mit dem Nachnamen Fatt hieß. Ja, der hieß auf jeden Fall mit Vornamen Elmer. Das will ich. Ich und was Elmer Fatt, ja. Und mit Daffy Duck. Hier ist ein bisschen zappenduster. Die Frage ist, sind wir jetzt hier richtig? Nein, hier ist mehr Sack als Gasse, okay. Wir waren doch gerade fast am Ausgang. Ich hab's im Urin. Dass du im Urin hast, also ich konnte nicht wissen. Nee. So, ich packe mal alles, was mit dem Zauberregal, weil wir bei dem Schild dort unten noch eine kleine richtige Bibliothek reinbauen, dort unten. Das definitiv, ja. Jetzt packe ich mal die ganzen Bücher rüber. Ist jetzt hier lang? Das sieht alles so gleich aus. Ja, jetzt kommen wir raus. Man könnte denken, ich bin in der Höhle. Da ist doch der Ausgang! Was, Tatsache! Hey! Hast du den jetzt echt nie gesehen, oder? Nee. Hey, cool, hier sind Treppen.
Wuhu! Nie wieder das. Wann hast du die so schnell hierher gezimmert? Als ich's, ja, ob sie die ansuchen wollte, hab ich's kurz schnell gemacht. Okay, cool. Yay, Ausgang und wir müssen schlafen. Ach komm, einfach runter, steig dir die Verzauberung. Komm einfach runter, steig dir die Verzauberung. Tür zu und komm runter. Die sieht aus wie so ein Altarraum, ey. Das wird natürlich auch dum, dum, dum. Ich bin Tischler. Ich bin schüchtern. Oh, warte. Das ist pervers, wenn man überlegt, wem der Skin gehört. Du bist so ein Ferkener. So. Wie geht's jetzt hier nun weiter? Du legst jetzt, ich geb dir erstmal die Diaspitzhacke und ein bisschen Lapis. Lapis hab ich auch. 64 und 5. Gut, dann gebe ich dir die Diaspitzhacke. Die ist zwar schon ein bisschen angebraut, aber Hauptsache. Warum? So. So, du legst jetzt, öffne mal das Menü. Du legst jetzt die Spitzhacke rein. In das vordere. Aha. Siehst du jetzt dort die drei, kannst ja gucken, was mit einem Lapis Lazuli würde das Effizienz 2 kriegen. Ah, cool. Jetzt 3 und Haltbarkeit 3. Okay. Und noch extra, weil die sind Punkt, 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 Fragezeichen. Jetzt kriegt noch was extra. Ah. Legt jetzt 3. Sind das 3 Extras dann noch? Oder immer nur ein extra? Das kann bis zu 1 extra sein, das können 2 sein, das können. Und das kostet dich jetzt 3 Lapis Lazuli und 3 Erfahrungsstufen. Krass. Aber das ist jetzt ungelockt. Du kannst die Spitzhacke jetzt immer wieder reinlegen, das wird immer Haltbarkeit dastehen. Echt? Ne, du kannst jetzt nicht rausnehmen und sagen, schon was anderes. Nee, du kriegst auf jeden Fall die Haltbarkeit und noch was anderes. Also, auch wenn ich das komplett alles schließe und wieder aufmache. Genau. Bleibt immer Haltbarkeit. Bei dieser Digaspitzhacke ja. Okay. Sobald die immer reingelegt wird, wird die gelockt. Okay. Also, einfach mal jetzt no? Los. Hexen. Ne? Nur Haltbarkeit 3. Doch kein extra. Oh, die werden uns verarscht. Können wir nicht noch? Nee. Nee, weil die ist verzaubert. Du könntest jetzt, wir haben noch 2 Diamanten, du könntest noch eine Schaufel machen. Yeah. Aber du kannst sie auf Level 30 verzaubern, du hast noch 35 Level. Oh, Alter, Alter! Ich war erschrocken! Scheiß Enderman-Vieh! Boah! Der ist wahrscheinlich oben ins Wasser gehüpft. Ich glaub's, ey. Ah, das ist doch beschiss. Egal, Haltbarkeit 3 ist super. Ja, klar, aber. Ja, nur 3 Level, also. Mensch! Alter, was ist denn mit dem los? Ist der kaputt? Stimmt. Ich geh mal gucken. Ah, es regnet. Oh. Da ist der kaputt. Die hassen Wasser, die sind Gamer. Ah. Also können sie jetzt noch mal den 2 Diamanten die Schaufel holen, machen und die verzaubern. Ja, das werden wir aber für die Schaufel zu schade, muss ich sagen. Dann lass uns lieber mal eine Eisenspitzhacke hier. Das muss gut, wir haben noch. Ist ja noch so gut wie neu. Warte, dann nimm meine und leg die mal zusammen. Da kommt eine neue raus hier. Kuh. Da leg die einfach auf dem Feld zusammen, dann machst du die ganze und da hast du eine neue Post. Kostet ja, das Verzaubern kostet ja so gut wie nichts, weil das haben sie wirklich extrem billig gemacht. Das ist echt krass. Also, das ist schon das zu verbessern, also hat Lapis Lazuli schon nützen. So, jetzt der Eisen. Der Enderman schon wieder, Alter. Ich werde, da bringst du irgendwann. Effizienz. Effizienz 4, das ist gut. Mach, und was hat sie noch? Oh, Alter! Das Spiel verarscht uns noch! Ich glaub's auch. Verarschen zaubern. Mach mal Eisenschwert hier probieren. Hast du jetzt noch. Du hast. Rückstoß. Du hast aber keine 30 Level mehr, oder? Wie Level hast du noch? Ich erkenne das gerade nicht mein. Level 33 bin ich. Ne, dann kannst du noch 2-mal verzaubern. Rückstoß 2 und. Oh, ich muss sagen. Schärfe 4, oh, das ist super! 11 Angriffsschaden, oder hat das Ding? Ja. Boah, krass. Das ist nur ein Eisenschwert, oder? Also ziemlich besonders. Trotzdem, das ist. Kannst du jetzt noch eine Axt vielleicht noch, damit wir. Ja, ich hätte jetzt hier nur noch die. Oder machst du mir immer ein Schwert, machst du mir immer so die angefangene Axt. Machst du mir immer so ein Zauberschwert? Ja, versuchen. Cool, dann machst du mir schnell ein Schwert eben. Ich habe hier noch ein fast kaputtes, weiß nicht, wie viele kaputte Schwerter wir vielleicht noch haben, dass wir die zusammen. Ich glaube, die haben wir immer sofort geklappt, die Dinger. Aber man kann ja mal gucken.
Dann sollten wir jetzt vielleicht immer alles nochmal selbst in den Ofen reintun und rausholen, damit wir die Wärme wieder kriegen. Vorerst. Hier sind noch zwei Äxte. Ja, müssen wir mal neues. Da oben sitzt das ganze Eisen, müssen wir machen. Oben sitzt das. Ja, das noch, oder? Ja, ja. Ja, ich hab das Haus ausgeschaltet, damit bei mir nicht Spiel diese Rödel. Eisen. Pack gleich dein Eisen rein, wenn du gerade dort bist. Ja, ich will es dann gleich brennen. Brennen backen. Wir könnten natürlich auch auf Monsterjagd gehen. Hätten wir hier einen Spawner, könnten wir uns auch nicht unter Monsterfalle bauen. Das wäre natürlich auch super. Aber ich habe hier leider keinen Spawner, noch nicht. Vielleicht finden wir in der Höhle noch einen. Gut, dann mache ich mal noch ein Eisschwert und verzauber das mal. Ich bin nur Level 90, ich könnte ja ein paar Äxte verzaubern, billig. Ja. Und dann einen Luftbewohner verkaufen. Das geht leider nicht mehr. Du wolltest noch bestimmte Sachen. Echt? Was soll ich machen? Ich jetzt mal. Du wolltest jetzt ein Schwert. Oder doch eine Axt, was willst du? Lieber ein Schwert. Das kannst du. Legen wir uns dann in unsere eigenen Kisten rein. Na, ey, gehst du mal da runter? Ich geh ja schon. Ich geh ja nicht mehr mit meinem Skin. So. Große Verzauberungsaktion. Okay, was hättest du denn jetzt schon mal drin? Schärfe 4. Ach, du kannst. Ja, es gibt 8 Gruppen von. Oh, Schärfe 4, super. Und Rückstoß 2. Selbe wie deins, oder? Jo. Ich glaube, die wird schlafen, Papa, hier in die Kiste. Erstmal. Kann man dann hier auch einarbeiten in unsere Bibliothek. Hier ist auch viel Lapis. Ja, weil ich die Blöcke aufgemacht habe. Also. Einfach nur, damit wir alles, was wir in der Bibo haben, mal hier zusammen, in der Kiste zusammenpacken. Ja, klar. Kommt schon geil. Das ist jetzt eine Eisenspitzhacke. Ach ja, die hat nur Effizienz. Das heißt, es geht alles schneller abzubauen, ne? Ne. Die Gea-Spitzhacke hat Haltbarkeit. Das ist eigentlich schon mal ganz geil, muss ich sagen. Ich brauche mal ganz kurz ein bisschen Eisen zum Reparieren. Oder ein kleines neue Dings machen. Ja, also ein bisschen hab ich das jetzt schon verstanden jetzt mit dem Verzaubern. Hey, ich glaub's dir nicht. Kann man doch auch Rüstung verzaubern, oder? Nö, bin ich gerade dabei, ich bin gerade dabei. Aber ich bin jetzt Level 27 erstellt. Ja, dann. Schaust wieder geht draußen, bis zur Nacht, da geht er draußen, warum zu prügeln. Weil ich werde gleich erst testen, meinst du? Ich werde mal aufheben für eine Tour, falls wir mal irgendwo hingehen. Ja, das kannst du dann wieder reparieren, das Schwert. Ja, das kostet aber auch Schweine viel. Ja. Das kostet. Da muss jeder mal eine verzauberte Rüstung anlegen. Aber Rüstung, die verzauber ich immer noch ganz leicht, weil die gehen so schnell kaputt. Na, außer du hast eine Bier, oder? Selbst die Rüstung, die würde schon übers Weil du achtest ja nie drauf und wenn du dann Schaden durch Fallen kriegst, also das Ding ist schlecht, aber deswegen. So, gehen wir mal jetzt Monster klatschen. Ist da schon Spinne irgendwo? Erstmal was zu machen. Das Brot ist nicht mehr so trocken. Wir haben aber schon mal das erste Opfer. Die ersten zwei Opfer. Der ist hin. Und getroppt haben die auch nicht gescheit, so. Aber sollten wir mal verklagen. Was soll ich verwenden? Oh, Spinnauge! Oh, so eine Fristplatte. Du blöde Sau! Du blöde Sau! Hau! Tot! Oh. Komm die scheiß Hexe an! Komm mal schnell rein, weil du bist nicht mehr vergiftet. Das Gift prügelt dich natürlich auf 1,5 Herzen runter. Auf ein halbes Herz. Schon wieder vergiftet bist, aber du kriegst ja noch einen Schaden nicht, oder?
Ja, also jetzt. Das könnte ich wieder auf Inhalt haben, runter. Wenn du jetzt noch getroffen wirst, dann sehe ich, mal reinkommt. Boah, Alter, die scheiß Hexe. Ein Bitch. Und die hat auch nichts getroppt, ne? Kopf voll, das Missvieh. Boah, weil da schriegst du, wenn immer die blöde Kuh auftaucht. Das ist eine blöde Kuh. Aber wir haben sie noch geschlagen, wenn da, und das zum Ende der Folge, ne? Wow. Ich wollte mir noch schnell eine kleine Eisenrüstung verzaubern komplett. Okay Leute, das war's erstmal mit dieser Folge von Minecraft. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Kommentar da, einen Daumen oder Abo oder alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.